Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Company of Heroes 3. Wir werden gerade angegriffen von einer mechanisierten Armee auf unsere Spezialtruppen. Ein Klassiker, ganz normal. Und ich möchte mal anmerken, dieser Kampf findet gerade auf einer Brücke statt. Es wäre doch jetzt saugeil, wenn die Karte selber auch eine Brückenkarte wäre mit einem großen Fluss. Nur so als kleinen Anreiz für eine Idee. Weil genau so funktioniert übrigens Total War schon seit Ewigkeiten. Und alleine bei Total War Rome 2, was ich extrem viel gespielt habe, da sehen die Karten halt auch so aus, wie du halt bist. Kämpfst du in der Wüste, hast eine Wüstenkarte. Kämpfst du irgendwo mitten im Wald, dann siehst du halt auch Wald. Hast du irgendwie eine Stadt, die jetzt, keine Ahnung, am Wasser gebaut ist, dann siehst du halt auch das Wasser und das Meer. Hast du eine Brücke, dann, rate mal, kämpfst du auf einer Brücke. Oder am Fluss, oder wie auch immer. Und diese Details, die fehlen mir so ein bisschen bei dieser Karte hier. Wenn die schon einen auf Total War Karte machen möchten, das ist ja okay, dann sollen sie aber auch bitte die Vorzüge davon rausnehmen und nicht nur das Aussehen. Weil gerade sowas sind halt Details, die finde ich immer ziemlich cool. Und das hier hat jetzt rein gar nichts mit der Karte zu tun, die wir gesehen haben. Wir sind dry on reinforcements, so make sure those strong points are defended. Okay, ja, verteidige die Schützpunkte. Das Gute ist, das geht wenigstens relativ schnell. Da, der steht interessanter drin. Interessanter Punkt. Der stellt sich bitte dazwischen. Dahin. Dahin. Der steht jetzt hier auch in Deckung. Oh, das, Sir. Wobei, ihr könnt euch da hinten hinstellen. Ihr chillt euch, hier neben den Wagen. Das war's eigentlich auch schon, ne? Wir können natürlich jetzt für die Arbeitskraft nochmal ganz kurz eben hier eine Panzerabwehrkanone holen. Bietet sich auf jeden Fall an, wenn da mit Panzer kommen. Warum denn nicht? Und jetzt noch direkt ein MG drauf. Dann haben wir nochmal so ein doppeltes kleines Vorteilspack gekauft. Das passt. Und das MG da unten, das lassen wir halt einfach sterben. Das ist mir egal. Hauptsache, das Ding lebt. Wobei wir uns jetzt gerade ein bisschen dahinter verstecken. Das könnte natürlich jetzt auch genau in die Hose gehen, deswegen. Eigentlich müssen wir uns da vorstellen. Müssten wir eigentlich sogar wirklich. Machen wir auch. So, ein bisschen vorstellen. Das ist besser. So. So. Und die Kanone, die packen wir weg. Die geht auch hier hinten hin. Wobei, das ist ein bisschen doof. Ja, weiß ich nicht, ist irgendwie kacke, ne? Wenn der da steht. Mach mal so. Die machen wir auf einen Punkt so, das passt. Und da kommt die Kanone hin. Ein MG bitte. Das ist kommen für Gunner? Nee, nee, du bleibst alleine da drin. Geil, der kommt von der Seite. Das ist ja ungünstig. Aber weißt du was, wir fahren mit einer Nette rein. Wieso auch nicht? Er hat einen Mörser, ich könnte kotzen. Weißt du was, geh direkt dahin. Du bringst jetzt bitte einfach den Mörser um, weil der ist der nervigste von allen. Der muss erstmal geheilt werden. Ich hätte irgendwie erwartet, dass sie von oben kommen. Ich weiß auch nicht warum, obwohl das auf der Seite der Gegner rechts ist. Hätte ich mir auch denken können. Geil, die schaffen es nicht, weil die Jägertops drauf schießen. Komm, bring sie bitte um, bevor du stirbst. Egal, er ist alleine. Das müsste vielleicht reichen. Okay, passt. Das ist okay. Passt, reicht. Er rennt. Hm.
Okay. Da gehen wir halt ganz raus da. Also irgendwie ein bisschen unerwartet, dass die jetzt von rechts kommen. Ich hätte es mir denken können. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das sah so aus wie eine Front hier oben. Scheiße. Egal. Kaputt. Sehr schön. Infanterie in Gefahr. Ja, ja, das regelt sich gleich von alleine. Wieso kommt die Kanone nicht da raus? Hängt die da fest? Jetzt sieht kein Mist. Jetzt wirklich? Die ist ja echt stuck. Ich pack's nicht. Lol. Die haben eine Pack reingespawnt, die stuck ist. Ja, stark. Danke. Wie nett. Oh mein Gott. Okay, wir haben fast keine Arbeitskraft mehr, müsste aber reichen. Boah, hat's ihn weggejietet in einen Typen. Der lebt sogar noch. Komm, verreck, Kumpel, du hast es verdient. Die sehen alle gleich aus. Es sind alles Zwölflinge. Oh mein Gott. Ach, guck mal an. Wir kommen hier angefahren. Sehr schön. Mach kaputt. Komm bitte hin und mach den kaputt. Bevor er irgendwas tun kann. Schaffst du? Komm, eine gönn sie noch. Ah, oh, egal. Bonk. Und Sieg. Gut, unser MG ist es natürlich kaputt, aber hey, wen juckt das? Easy. Ja, die Verteidigungsdinger sind zwar immer irgendwie ein bisschen komisch, aber die sind wenigstens okay, weil die gehen fix. Generell irgendwie auch ein bisschen frech, ne? Es steht nirgendwo eine Zeit, die benötigt ist, ne? Das ist mir auch schon öfter aufgefallen. Es gibt hier irgendwie nirgendwo Angaben zur Zeit. Weder für Cooldowns, noch für die Zeit, wie lange die Mission gedauert hat. Wurden die damit irgendwie einen indirekt quasi zum Längerspielen, ich sag mal, reintricksen, weil du dann quasi nicht weißt, wie lange du gespielt hast? Weil wenn ja, wäre schon irgendwie ein bisschen unfair, oder? Ja, weiß ich nicht. Es ist frech. Ich hab's gerne, wenn da steht, die Runde hat irgendwie 15 Minuten gedauert oder das und das hat irgendwie so lang, der Cooldown dauert 15 Sekunden. Wenn man so genaue Zeitangaben hat, ist es meiner Meinung nach immer cooler. Ciao. Echt jetzt? Denselben Trupp? Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.